Hallo und willkommen zurück im Video Basic 3. Im letzten Video haben wir gelernt, wie man eine große Zahl mit einer einstelligen Zahl multipliziert. Natalie hat dann gefragt, wie man zum Beispiel auch 376 mal 24 berechnen kann. Hier sind beide Zahlen mehrstellig. Was also nun? Wie wir das berechnen können, sehen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Wenn beide Faktoren mehrstellig sind, können wir sehr ähnlich vorgehen wie im Video Basic 2. Sehen wir uns es zuerst wieder Schritt für Schritt gemeinsam an. Wir schreiben wieder die größere Zahl nach vor. Hier ist es schon erledigt. Im letzten Video, als die Multiplikation eine einstellige Zahl beinhaltete, haben wir den ersten Faktor, also die mehrstellige Zahl, aufgeteilt. Nun teilen wir den zweiten Faktor auf und multiplizieren die einzelnen Teile dann mit dem ersten Faktor. Wir teilen also 24 auf in 20 plus 4. In der Rechnung können wir 24 dadurch ersetzen, dann das Distributivgesetz wieder anwenden und die Rechnung umschreiben zu 376 mal 20 plus 376 mal 4. Zuerst berechnen wir 376 mal 20. Wie wir mit einer Zahl wie 20 multiplizieren, haben wir ja bereits im Basic 1 gelernt. Wir schnappen uns also jetzt den Zweier von 20, multiplizieren zuerst 376 mal 2 und das Ergebnis müssen wir nur noch um einen Stellenwert verschieben. Stoppe kurz das Video und versuche 376 mal 2 selbst zu berechnen. Super, das Ergebnis ist 752. Für 376 mal 20 müssen wir nur noch um einen Stellenwert verschieben. Das Ergebnis ist also 7520. Nun müssen wir noch 376 mal 4 berechnen. Stoppe kurz das Video und versuche es wieder selbst. Genau, das Ergebnis ist 1504. Nun addiere ich meine beiden Produkte. Das Ergebnis von 376 mal 24 ist also 9024. Genau wie im Basic 2 bei der Multiplikation mit einer einstelligen Zahl, können wir das auch hier wieder schneller berechnen. Dazu schreiben wir wieder 376 mal 24 an und zeichnen einen Strich darunter. Nun gehen wir folgendermaßen vor. Zuerst nehmen wir die 2 von 24 und multiplizieren mit 376, genau wie wir schon kennen. So, als wäre die 4 gar nicht da. 6 mal 2 ist 12, 2 schreiben wir an, 1 weiter. 7 mal 2 ist 14, plus 1 ist 15, 5 schreiben wir an, 1 weiter. 3 mal 2 ist 6, plus 1 ist 7. Nun müssen wir in dieser Zeile noch eine 0 anhängen, denn eigentlich haben wir hier ja mit 20 multipliziert. Als nächstes multiplizieren wir mit der 4. Doch Achtung! Damit wir dann Stellenwert richtig addieren, müssen wir unter der 0 zu schreiben beginnen. 6 mal 4 ist 24, 4 schreiben wir an, 2 weiter. 7 mal 4 ist 28, plus 2 ist 30, 0 schreiben wir an, 3 weiter. 3 mal 4 ist 12, plus 3 ist 15. Nimmt man die Stellenwerttafel hier wieder zur Hilfe, muss man beachten, dass nur die Produkte Stellenwert richtig untereinander stehen. Der Faktor 376 hingegen nicht mehr. Außerdem ist es ratsam, die Tabelle erst einzuzeichnen, wenn man mit allen Ziffern des zweiten Faktors multipliziert hat. Erst dann können wir erkennen, welche Stelle der Einer, Zehner und so weiter ist. Der Einer des Ergebnisses etwa ist nämlich immer an derselben Stelle wie die ganz rechte Ziffer der letzten Zeile. Hier ist es die 4. Die Produkte stehen also praktischerweise stellenwertrichtig schön untereinander, bereit für die Addition. Addieren wir diese beiden Zeilen, erhalten wir wieder unser Ergebnis 9024. Stoppe das Video und versuche selbstständig 539 mal 462 zu rechnen, so wie ich es dir gerade gezeigt habe. Super! Das Ergebnis ist 249.018. Hier siehst du den Rechenweg zum Nachprüfen. Die Nullen, die in den Zeilen außer in der letzten am Ende angehängt werden,
müssen übrigens nicht unbedingt hingeschrieben werden. Bei dieser Rechnung wären das diese Nullen. So kann man sich noch mehr Schreibarbeit sparen. Man muss dabei aber aufpassen, dass man bei der Berechnung der nächsten Zeile im Vergleich zur vorherigen eine Stelle weiter rechts zu schreiben beginnt. Stoppe nochmal das Video und versuche diese Rechenvariante noch an folgendem Beispiel anzuwenden. Genau, das Ergebnis ist 48.438. Sehen wir uns das nochmal gemeinsam an. Wir beginnen mit der 2 zu rechnen. 4 mal 2 ist 8, 3 mal 2 ist 6 und 2 mal 2 ist 4. Diesmal müssten wir zwei Nullen anhängen, da wir mit der Hunderterstelle gerechnet haben. Diese schreiben wir jetzt jedoch nicht mehr an. Wir stellen sie uns einfach nur noch vor. Jetzt kommt die Zehnerstelle. 4 mal 0 ist 0. Diese 0 schreiben wir jetzt jedoch nicht unter die 8, sondern um 1 nach rechts verrutscht. Und 3 mal 0 und 2 mal 0 sind ebenfalls 0. Nun fehlt noch die 7. 4 mal 7 ist 28. Die 8 schreiben wir jetzt wieder um 1 nach rechts verrutscht an. 2 weiter. 3 mal 7 ist 21 plus 2 ist 23. 3 schreiben wir an, 2 weiter. 2 mal 7 ist 14 plus 2 ist 16. Jetzt müssen wir wieder nur noch zusammenzählen und das Ergebnis ist 48.438. Ist die Zeile mit den Nullen nicht etwas überflüssig? Die macht bei der Addition ja eh keinen Unterschied. Ja, da hast du recht. Du sprichst dir den Nuller-Vorteil an. Diesen und den Einser-Vorteil besprechen wir noch im Basic 4.